Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespielspaßes und willkommen zurück zur nächsten Folge von Off-World Training Company mit Voxy. Hallo. Medium Level Survival found. Ich muss diesmal aufpassen, dass ich... Ich wollte diesmal Scientific nehmen, ne? Ja. Genau. So, wir spielen hier in oder auf Planetia Utopia. Nee, Utopia Planetia. Planetia. Also, wie auch immer. Eine Tiefebene. Eine auf dem Mars. Also Real Mars Map. Die sieht nicht anders aus als vorher. Na, sie ist ein bisschen, das hat nicht so viel, also sie hat nur so ein paar Berge, die hat sehr viel Hochflächen und so, also so wie du es gerade auch schon beschrieben hast. So, ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Eigentlich ist es ja, das Lustige ist, wenn man Scientific nimmt und dann halt auf die Produktionsgebäude direkt auf die Ressourcenfelder baut, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt ein Feld mit einem oder mit drei Punkten nimmt. Und ich wundere mich immer noch, warum meine Musik weg ist. A Robotics HQ has been founded. Was brauche ich denn fürs Upgrade? Aluminium? Stahl? Achso, ich kann ja direkt. Was ist das denn? Sind die ganzen Stahlsachen alle einzeln? Kann ich? Ach, weil das schon jemand gekauft hat, alles klar. Schon jemand, naja. Ich dachte, die KI, die ist schnell, ne? Man muss. Haha, das bist du, mein Freund. Ach, ich war das. Du hast ja dir gleich drei Eisenfelder gesichert. Ach so, ja. Die KI ist schnell, mhm. The Black Market is online. Ich weiß ja nicht, dass du meine Eisenfelder meinst. Ja, alles gut. Ah, ich depp. Ja, ist okay. Ist nicht schlimm. Ich habe Robotik genommen und Robotik braucht Elektronik zum Aufrüsten. Ja. Und Elektronik ist hier sehr teuer. Da oh ich, ja. Ich habe zwar geguckt, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Die Elektronik ist wirklich teuer, ja. Das ist richtig krass für einen Anfang eigentlich. A Robotics HQ has been upgraded. Ach krass. Ach nee, das ist ja, das ist die Basis, die Startbasis, die produziert Elektronikfelder. Ja, also das sind Werkstätten und die verbrauchen Elektronik. Ach, die verbrauchen das, okay. Deswegen ist die so teuer. Ja. Ganz genau. Da kann man natürlich vorher gucken, was das für eine Basis ist. Und was die halt verbraucht. Scavenger HQ has been upgraded. Dass ich Robotik genommen habe, ist total blöd. Aber andererseits hatte ich das auch gewählt, weil das Essen so teuer ist und die Roboter brauchen halt kein Essen. Was brauchen wir denn hier? Ich brauche Stahl. Und das ist eine ganze Menge. New land is available for auction. Was ist das? Aluminium. Nicht. Das ist halt blöd bei diesem Bietverfahren. Es ist halt so nicht transparent, weil du weißt halt nie, warum die KI jetzt doch noch weiter bietet und warum nicht. 20.000 für ein bisschen, nee, sorry, aber. Sold. Krass, 24.000 direkt am Anfang.
Ich bin unschlüssig, ich weiß noch nicht so richtig. Machen soll. Was ist denn jetzt hier? Sonneneruption, okay. Ja. Mehr Energie, wenn man Solarkollektoren, also so diese Sonnenkollektoren oder Solarkondensatoren hat, die Wasser herstellen. Ja, kein Geld. Ich habe gerade auch nichts, ich kann nicht wirklich was machen. Komischer Start irgendwie. Ja, der eine ist schon wieder auf Stufe 3. Boah, was soll er mal machen? Hier gibt es nicht viel Silizium, kann das sein? Ja. Wenig. Und kein Kohlenstoff, glaube ich. Ne? Das war so. Scavenger HQ has been upgraded. Oder doch, ach, da oben in der Ecke. Mache ich denn jetzt minus Essen, obwohl ich... Hä? Na, die Leute, also deine Leute essen ja auch. Ja, nee, ich habe das bloß nicht gerade verstanden, weil ich eigentlich positive Produktion habe, aber in dem Feld für das Geld stand eine Minus immer. Das hieß, glaube ich, einfach nur das... Ach nee, das ist... Ist egal. Das habe ich jetzt gerade nicht... Die Menge war bei mir Minus, obwohl ich Plus Produktion habe. Das war ein bisschen nicht so klar. Achso, ich habe eh keine Claims. How could one refuse such a wonderful plot of land? Ah, die KI nervt. Haben zu viel Geld. Ja, aber deutlich. Das ist echt krass. Die geben schon wieder so viel aus. Und das am Anfang des Spiels. Ah, jetzt scheint es doch mir zu gehören. Congratulations. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich überhaupt machen muss, damit ich da dieses Thermekraftwerk bauen kann. Was muss ich denn dafür tun? Ich dachte, das ist ein Gebäude. Geothermalkraftwerk? Ja. Ach, hier das oben. Musst du auf so eine Geothermalspalte stellen. Naja, ich habe das ja gerade, ich habe die Auktion ja gewonnen dafür. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder Sachen verkaufen. An expansive HQ has been upgraded. Zehntausend brauche ich dafür. Sollten wir doch mal machen. Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, also manchmal ist es auch geil. So, jetzt brauche ich noch 13.000 Credits. Diesmal irgendwie aufgestellt, glaube ich. Ja, ich weiß gerade noch nicht so richtig. Ich brauche... P-
Versuche hier nochmal meine Strategie aus dem anderen Spiel. Dangerous explosives available to the highest bidder. Macht mal. Sind es deine Piraten? Sold. Nee, ich habe keine Piraten irgendwo hingesetzt. Ich bin ganz lieb. Das soll ich dir glauben. Ehrlich? Du kannst ja dann später das Video reingucken. Warum funktioniert mein geothermales Plant nicht? Warum macht das nicht? Ach, weil das noch gebaut wird. Alles klar. Nein. Alter! Was war das denn? Magnetischer Sturm. Ihr habt doch einen Knall. Warum ist Aluminium nichts wert? Was soll der Mist? Selber. Na, immerhin, jetzt mache ich ja ein bisschen Energy plus. A Robotics HQ has been upgraded. Ein Missklick. Alter, die kaufen ja schon das ganze Zeug von mir. Oh shit. Guck das mal an hier. Bei mir wird irgendwie schon kräftig eingekauft. Ey! Ja, ja. Warum das denn? Die sollen dein Zeug kaufen. Du bist der Billigste hier gerade. What? Bist raus. Wieso? Nein. Nach 12 Minuten. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ey, wir haben es wieder verpasst. Unser Zeug, das war in der letzten Folge schon. Ich habe das aber jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, weil du warst günstiger als ich. Ja, du warst gefährlicher aus irgendeinem Grund. Das kann auch sein. Naja gut, wo bist du denn? Du bist hier unten irgendwo, oder? Ja. Oh, Alter, hier. 10k, wieso ist der zu teuer? Let the bidding begin. Mal bauen. Wir sind mal. Sehe ich jetzt die Daten von dem, der mich gekauft hat? Congratulations. Weil ich bin ja noch im Spiel drin. Ich sehe jetzt quasi, oder sehe ich nur meine Produktion noch quasi, aber kann nichts weiter machen. Weiß ich nicht. Also ich hatte das vorhin in unserem Testspiel so dann als Bug irgendwie gesehen. Also ich habe nicht so richtig gesehen. Pirates. I hate those filthy bandits. Klauen hier mein Wasser nicht. Nicht, aber im Zuschauermodus müsste es eigentlich gehen. Ich glaube, das ist meine eigene Produktion, die ich hier sehe. Obwohl, nee, irgendwas passiert hier. Also hier geht's gerade ordentlich zur Sache, würde ich sagen. Wir hängen halt hier wieder super hinterher, ne? Jetzt schon 26, 32 haben die beiden. Ich glaube, das möglicherweise nicht repariert. Nee, du bist auch gleich weggekauft. Die Anastasia ist da irgendwie.
Ist auch krass, weil auf der Karte total wenig Silizium ist und das Glas, der Glaspreis und auch guck dir mal den Preis für die Elektronik an. Krasse Möhre. Ach, und der hat jetzt auch schon einen Off-World-Markt. Aber das, das ist der Silas. Die Anastasia hat noch Stufe 4. Ja. Aber sie haben noch nicht genug Geld. Also ich sehe hier die Prozentzahlen. Bei dir steht eine 29, beim Silas eine 15 und... Oder sind das meine Prozente? Das ist mir gerade unklar. An expansive HQ has been upgraded. Ach, jetzt verkauft sie sogar wieder Aktien von dir. Good. Nuke for sale. Underground nuclear explosion device for sale. Ah, ich glaube, ich muss das kaufen. Kann man damit was kaputt machen? Die Rohstofflager kannst du kaputt machen. Ausgeber. Ja, aber wenn sie mir mein eigenes Silizium kaputt schießen, muss ich kaufen. Andererseits, das ist nicht teuer. Ich biete nochmal einer. Sold! Jetzt muss ich mir überlegen, was ich kaputt mache. Naja. Am besten das Silizium vom Gegner. Ja, ne, das glaube ich auch. Ja. Oder? Hat die Elektronikfarm hier draußen gebaut? Let this be a lesson to you all. Screw with us, and we'll screw with you. Ist denn irgendjemand überhaupt Silizium? Ich. Das ist so billig. Der einzige bin, der es abbaut. Mhm. Ah, der Glaspreis ist jetzt auch wieder gefallen. Aber der Elektronikpreis ist immer noch schweinehoch. Toll, jetzt haben sie auch noch ein EMP bei dir gestartet. Oh, Schuldenrating ist so schlecht. Sehen. Irgendwo steht es, wie viel Geld man im Minus sein muss, damit man ein besseres Rating bekommt. A Robotics HQ has been upgraded. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wohin mit denen. Du hast ein D-Rating, krass. Hast du so viel Schulden? Ja. Leider. Ich habe wenig, was ich. Also jetzt ein bisschen. Ich kann halt was verkaufen und Schulden. D-Rating. Jetzt kann ich mir die Piraten kaufen und. Kohlenstoff, wer zieht denn Kohlenstoff? New building is available for auction. Ja, ne? Pirates. I hate those filthy bandits. Kannst du ja jetzt bei dir machen. So Kugel. Kriegt man da, wenn man die Disco-Kugel jetzt ersteigert, auch das Feld dazu? Oder muss man da einen Claim frei haben? Congratulations! Nee. Das wäre dann so gewesen. Und dann kann man die auch verkaufen, was anderes hinbauen, wenn man möchte. Ah, okay. Gasproduktion. Vielleicht noch eine Elektronik. Fangen auch die Chemikalienpreise an zu steigen.
Schnittlabor haben. Ich habe schon wieder keinen Claim. Shit. Uns noch Maschinen hätte ich gerne. Don't take kindly to saboteurs and villains. Hoffe mal die falschen Sachen. Oh, krass, die ist schon bei 50 Aktien, $50 für die Aktie. Ja, also das wird schwer. Wollte ich hier hinbauen. Brauche ich für ein Upgrade? Ja, vielleicht kann ich es noch umdrehen, mal sehen. Oh, Teleportation, geil. Ja, jetzt bin ich nicht mehr anfällig für Piraten. Ist das genauso schnell oder ist das sogar schneller noch? Es ist instant, glaube ich. Ah, okay. Ich habe jetzt keine Schiffe mehr, die rumfliegen, also keinen Energieverbrauch, keinen Treibstoffverbrauch, keine Piraten. Wer gehört jetzt mir? Warum? Also was ich jetzt hier auch gerade sehe, was natürlich mega Vorteil von der KI ist, die verkauft halt instant das Zeug, sobald was auf Lager ist. Das kannst du ja nicht, also. Na doch, ich kann Autoverkauf machen. Ach so. Na gut, dann hat die das scheinbar aktiviert. Kaufst du mich jetzt auf? Ja, weil das bringt natürlich auch Geld. Also es ist besser als eine Disco-Kugel gerade. Du bist meine Disco-Kugel. Alles klar. Ah ne, Schützen brauche ich noch nix. Echt? Aber guck mal, ach ne, sie hat den Silas jetzt fast aufgekauft. Oder ist kurz davor. Pirates. I hate those filthy bandits. Okay, die haben also meine Meuterei haben sie schön ausgeschaltet. Also ich habe gemeutert und die haben dann den Offworld-Markt ausgeschaltet. Über ein EMP oder so. Auch ein Offworld-Markt. Preise sind im Keller, damit kann man kein Geld verdienen. Du hast ja zumindest vom Aktienwert wieder relativ aufgeholt. Zumindest in Silas hast du gleich wieder eingeholt. Aber trotzdem ist dein Rating noch total schlecht. Ja, ich habe immer noch Schulden. Da kann ich jetzt langsam dran arbeiten. Ach, hier steht es. Bessere Anleihebewertung bei 85.000. Ich habe 113.000. Netzwerkvirus habe ich noch nie verstanden, was der macht. Kontrolle eines Gebäudes, sodass es weder ausgeschaltet noch verschrottet werden kann und kauft automatisch Input-Ressourcen. Vielleicht muss ich es einfach mal ausprobieren. Was bei mir in der Nähe ist. Der Beschreibungstext ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was das ist.
Gott. Also wenn du Nahrungsmittel hast, dann kannst du die gerade sehr gewinnbringend loswerden. Oder Sauerstoff. Das ist krass. Die ganzen Elementarsachen sind gerade ganz schön teuer. Stahl auch. Habe ich Sauerstoff, kann ich sogar noch packen, glaube ich. Jetzt ist die Frage, wer schneller mit dem Off-World-Mark arbeitet. Der hat schon wieder alles Geld, Silas. Und also Silas ist jetzt bei 100%, keine Ahnung, was das bedeutet. Naja, er hatte wieder das Geld, ne? Er hat es für irgendwas anderes ausgegeben. Ja. Anastasia dran. Pirates. I hate those filthy bandits. Aber wahrscheinlich habe ich gar keinen Patent. Also wer jetzt Nahrungsmittel produziert, der wird reich. Könnte man ja. Achso, ich mach das denn gar nicht, schade. Das sind ja fast 600 jetzt. Der Preis ist jetzt über 600, der Preis ist schon gestiegen. Aber das ist schlecht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der die produziert hat. Deswegen steigen die Preise auch so, weil alle anderen sich dafür überhaupt nicht interessiert haben. Ja. Down von dir. Oh oh. Silas ist weg und jetzt wirst du höchstwahrscheinlich auch gleich weg sein. Vielleicht versuchen sie auch aufzukaufen. Ja, das ist immer noch ein Claim, der nicht. Oh, das war. Aber eigentlich kann man Nahrungsmittel noch produzieren. Ich meine, genug Wasserfelder gibt es ja noch. Darum hin? Oft? Sie handelt jetzt mit Chemikalien. Wasser. Oh Mann, sie ist bei. Ja, Off-World-Markt lohnt sich nicht, weil. Achso. World lohnt sich kaum, weil es so teuer ist. Ja, sie ist jetzt bei 100%. Jetzt wird es wohl gleich. Also, das ist so teuer, dass man es zu Hause. Dass es zu Hause mehr bringt, ja? Ja, das war's. Verloren. Genau, man kann es halt hier unten verkaufen, wenn es so teuer ist, dann braucht man es nicht hochschicken. War vielleicht Off-World-Markt irgendwie falsche Entscheidung, den zu bauen. Naja, haben wir auf jeden Fall gesehen, wie schnell das vorbei sein kann, ne? Also die KI war jetzt in meinen Augen viel, viel aggressiver als in der ersten Runde, die wir gespielt haben. Mhm. Boah, wie viel Geld sie gemacht hat mit Chemikalien. Wo sehe ich denn das jetzt hier? Muss ich jetzt auf die Tabellen und Diagramme, ne? Ja. Oh Gott, 2,8 Millionen? Ja. Krass. Ja, das war ein schwerer Start irgendwie, ein langsamer Start und dann haben die irgendwie die Oberhand gewonnen. Vor allem, ich bin
Ich bin tatsächlich als letzter gestartet? Oder ist mein Aktienkurs erst zu spät gestiegen? Das verstehe ich gar nicht. Sie war sogar mal kurz... Spät gestiegen, ja, der war die ganze Zeit unten. Sie war tatsächlich auch mal kurzzeitig unter meinem Aktienkurs. Krass. Ja. Das, die haben, glaube ich, also Chemikalien irgendwie ganz viel gemacht. So gar nicht. Was haben wir nicht gemacht? Nee. Vielleicht muss man immer ein bisschen von allem machen. Also so auf eins muss man sich stürzen und sagen, das, damit verdiene ich mein Geld. Und ein bisschen muss man machen, um den Preis kontrollieren zu können. Vielleicht, damit der Gegner damit nicht so viel Geld verdienen kann. Insgesamt war ich in der Runde, glaube ich, auch ein bisschen weniger aggressiv bei den Patenten. Da habe ich mir letztes Mal mit mehr geholt. Damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Da muss ich mal ein paar... Diese Optimierungsgeschichte habe ich nicht gemacht. Also. Nee, da bin ich gar nicht dazu gekommen. Aber ich glaube, diese Patente muss ich mir mal in dem Singleplayer in Ruhe angucken, was die können und was die so machen. Jo. Naja, haben wir mal ein spannender Kampf zum Ende, aber passt. Man kann ja nicht immer gewinnen. Doch. doch, sagt er. Muss man aber. Wir werden es versuchen beim nächsten Mal. Schreibt auf jeden Fall mal eure Tipps in die Kommentare, wenn ihr selber Offworld spielt. Wie man so der KI, also ich glaube, der Trick ist wirklich am Anfang, der muss man irgendwie dem Ganzen Herr werden und wenn man das so ein bisschen unter Kontrolle hat, dann kann man das auch steuern, aber du warst ja im Endeffekt nur dabei zu reagieren als zu agieren, ne? Am Ende, genau, ja. Ich glaube, man muss die wirklich von Anfang an unter Druck setzen, vielleicht mit den Sachen, die sie bauen, dass man da Konkurrenz macht, dass man deren Markt zerstört und eben den Schwarzmarkt öfter nutzen, ja, dass man die gleich ausnimmt mit Piraten und ja, in dem Sinne, Danke fürs Zuschauen, lasst trotzdem Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.